Das Wetter wollte einfach nicht mitspielen an diesem Samstag in Köln. Und so blieb es ruhig am blauen Platz im Mediapark. Doch alles kein Problem. Einen Katzensprung davon entfernt fand er dennoch statt. Der dritte Stopp der ING DiBa 3-on-3 Open. Und so traten alle 32 Teams in der Halle an, den Meistertitel auszuspielen und damit das Ticket für Berlin zu lösen, wo am 9.8. das große Finale der Tour stattfindet. Und auch ein ganz besonderer Gast ließ es sich nicht nehmen, in seiner Halle vorbeizuschauen. Tibor Pleiss. Ich habe in dieser Halle früher selber gespielt, als ich angefangen habe, Basketball zu spielen. Darum, das weckt sehr viele Erinnerungen. Und es ist klasse, wirklich. Es ist sehr klasse, jetzt hier selber wieder junge Talente spielen zu sehen. Der Nachwuchs wollte es Tibor nachmachen und zeigt der ansprechenden 3-on-3 Basketball. Bei den U17-Mädchen setzte sich am Ende die im Weiß spielende Girls Hoop Squad gegen die Dragon Girls mit 9:6 durch. Kurz zuvor hatten die in den hellen Trikots spielenden Straw Hat Ballers das spannende Endspiel bei den U18-Jungen gewonnen. Sie setzten sich gegen Mentos in der Verlängerung mit 16:14 durch. Auch der Zaungast war begeistert vom Basketball in Köln. Ich bin sehr glücklich, heute hier gewesen zu sein. Es geht jetzt langsam dem Ende zu. Hinter mir finden die Finals momentan statt. Und es war wirklich klasse, das sich angeguckt zu haben und diese jungen Talente, die jetzt auch auf den, ja, in den nächsten Jahren vielleicht oben mitspielen werden, auch mal gesehen zu haben. Und ja, bin gespannt, was aus denen wird. Hochklassigen 3-on-3 Basketball bekam der junge Mann dann im Finale der Damen zu sehen. Out of Shape, das Team der ehemaligen Nationalspielerinnen Alexandra Shaw und Magdalena von Geier, die vor ein paar Wochen erst das Viertelfinale bei der 3-on-3 WM in Moskau erreicht hatten, zeigten das ganze Repertoire und ließen ihren Gegnerinnen in Schwarz wenig Chance. Am Ende gewannen sie deutlich mit 18:8 gegen die Defenders. Spektakulär war auch das Endspiel der Herren, in dem sich der deutsche Meister, das Team der Stamm, in den dunklen Trikots etwas überraschend All-Ball-Bounce-Bär geschlagen geben musste. Immer wieder rissen die neuen Kölner Titelträger die Zuschauer mit solchen Aktionen von den Sitzen und siegten dank variablem Spiel am Ende knapp mit 16:15 gegen die deutschen WM-Teilnehmer von Moskau. Der Deutsche Basketballbund bedankt sich bei allen Teams und Helfern, den Sponsoren sowie den Rheinstars Köln für ein gelungenes Event. Lediglich am Wettergott möchten wir an dieser Stelle leise Kritik üben.